zum Lagern geeignet, aber so für kurze Zeit. Und man muss all die Sachen festschrauben. Es ist sonst zu wackelig oder dann zieht irgendwo jemand am Schlauch oder so. Und das Glasrohr darf nicht ganz bis runter, nicht wegen dem Festbachen, wo irgendwie trocken ist oder was immer das ist. Und da muss man ein bisschen lupfen und eben ab und zu muss man einen Fall zuziehen. Man sieht es gut, oder wenn es rauskommt, dann sieht man mit dem. Man muss es gerade so einstellen, dass es da ganz langsam was rauskommt. Am Anfang geht es relativ schlecht. Sobald das Glas eintaucht in Flüssigkeit, oder sobald ein bisschen flüssiges Metall. Ich habe im Kopf so ein paar wenige Franken, also ich würde sagen, dass ich mit so ein bisschen Papier so quasi eine Grenze mache. Und da müsst ihr mir dann nachher jeweils helfen. Wenn das beginnt zu brennen, muss man einfach schnell mit der Hand draufhauen. Es ist nicht gefährlich, ist nicht schlimm, aber Spritzwasser. Oder auch Hahnen, also jetzt mache ich da einen relativ großen Bogen. Ja, bitte auslöschen. Jawohl. Es ist kalt und heiß gleichzeitig, gell? Genau, Achtung, Depp im Schluch. Ups, eine in den Sack gelandet. Ja, das war's schon. Sehr cool. Also Schüler vor der Schüler sollten nicht unbedingt mit den Finger reinlangen, weil die machen es sonst auch. Für kurze Zeit, ein paar wenige Sekunden, kein Problem, aber auch wenn die Schüler das sieht, das kommt nicht gut. Das Trocken ist ein bisschen verklopfen, dass es ein bisschen kleine Stückchen gibt. Und dann nimmt man so eine normale 3mm Taschenpipette, Kunststoff. Schneidet oben. Schneidet oben die Spitze an. Und füllt da Trockenes drin. Das ist ein Versuch, den man ganz am Anfang zeigen kann, also könnte man auch die Erstklässler bei Anfängerchemie zeigen. Es geht auch mit dem Trockeneisschnee, mit der Manschette, die ich mal gezeigt habe. Das ist ein grosser Vorteil. Also man kann es auch machen, wenn man jetzt nicht gerade zufällig Trockeneis im Haus hat. Jetzt hebt man da oben einfach mit, es muss so ein Rundzängel sein, sonst hat man nicht genug Druck auf dieser Stelle. Hebt man einfach an einer Stelle, wo es keine Markierung hat, hebt man einfach ganz fest zu. Und ihr seht, wenn ich da drüber fahre, bringt mir der Raureif weg, weil die Leitfähigkeit vom festen CO2 zum Kunststoff ist relativ schlecht. Das heisst, wenn ich da immer wieder wärme, sieht man schön rein. Wenn man da Druck merkt man, dass es da langsam ein bisschen Druck aufbaut. Und man merkt es, bevor man es wirklich sieht, jetzt bringe ich den Raureif wie nicht mehr weg. Und das liegt daran, dass CO2 jetzt flüssig wird. Sehen Sie das? Ja.
hört es auch, oder? Es hat noch ein Stückchen drin. Ja. Und CO2 ist jetzt flüssig. Das heisst, wir sind jetzt beim Drittelpunkt. Flüssiges, Festes, wo man hört, gasförmig, dann kann man den Druck ablassen. Dann hat man wieder festes CO2 drin. Also man kann zeigen, dass flüssiges CO2 gibt es bei Raumtemperatur nicht. Wenn man es einfach voll zu hat, kann es sein, dass es verreist, wird aber nicht sehr laut, weil es ein relativ dehnbarer Kunststoff ist und er baut sich nicht so einen Druck auf. Man kann sich keinen Druck aufbauen, dann kann man es dann nicht irgendwie im kritischen Bereich. Das fühlt sich gut an. Es dauert einen Moment. Wieso habe ich die Styroporplatte runter? Also, im Winterthur hat sich der Kollege im Zimmer unten dran, ich weiß, beklagt. So viel zu, ob es schon reagiert hat. Ihr könnt jetzt mal in Papier wühlen und die Petreste rausgraben. Ganz hoch, weil ich ihn ja nicht kaputt machen will. Der ist auch elastisch, aber jetzt ist der hart elastisch. Oder vorher war er gummielastisch. Aber er springt wie eine Stahlkugel, die springen würde. Oder jetzt springt der fast nicht mehr, also weniger wie vorher. Weil jetzt ganz ein bisschen elastisch ist und das fängt dann die Stoßenergie teilweise auf. Ja, und jetzt springt er praktisch nicht. Was sich mischt, und das ist für die Schüler nicht selbstverständlich, ist Ethanol und Hexan. Die Schüler argumentieren dann ja, Ethanol macht Wasserstoffbrücken, das ist die dominierende zwischenmolekulare Kraft. Und das Ethan, das Hexan kann das nicht, also passen die nicht zusammen. Und das finde ich ganz hübsch, wenn man so mal diese Grundregeln gesehen hat, dass man dann eben zeigen kann, es ist nicht immer alles so einfach. Natürlich gebe ich mir da Mühe, das ganz schön zu überschichten. Mit was hast du das Hexan gefärbt? Mit? Fettrot. Also irgend so, da gibt es hunderte, einfach rot für Fett, für fettlöslich. Und dann, ja, schaut, es mischt sich nicht. Und dann warte ich einen Moment, meistens kommt dann schon jemand auf die Idee, solange sie nicht geschüttelt haben, wissen wir das nicht. Und dann frage ich, ja, was seht ihr denn jetzt? Was könnt ihr jetzt aussagen? Man kann nur etwas über die Dichte aussagen. Und eben das Erstaunliche ist, dass Hexan und Ethanol sich gerade noch mischen. Das geht nicht besonders gut, das sieht man jetzt nicht, weil es geht oder es geht nicht. Aber ich kann eben zeigen, dass es nur gerade knapp geht, indem ich einfach noch ein paar Tropfen Wasser dazugebe. Ich zähle mal. Ein Tropfen Wasser, zwei, drei. Das reicht schon. Wow.
Also unten ist natürlich schon noch jetzt ein bisschen gemischt, ja. Aber einfach, das heißt, Alkohol ist viel lieber mit dem Wasser zusammen als mit dem Hexan. Wenn es nichts anderes hat, geht das schon mit dem Hexan. Aber zwei Tropfen Wasser und das, der Alkohol findet Hexan. Tschüss, Philipp. Das ist eben der eine Versuch. Der andere, für euch auch nicht spektakulär, ist Alkohol und Wasser. Das wissen die Schüler, dass sich diese zwei Stoffe mischen. Ich frage dann, was wäre, wenn ihr einen Schluck aus einer Weinflasche nehmen würdet und Alkohol und Wasser würden sich nicht mischen? Und dann kommen sie auf den faszinierenden Gedanken, dass dann oben reiner Alkohol aufschwimmen würde und das wäre doch total cool. Jetzt mache ich mir hier die Mühe nicht, aber weil ich falsch begonnen habe, wenn ich zuerst das Wasser, dann den Alkohol, kann ich auch wieder überschichten, dann stelle ich wieder diese blöde Frage, mischt sich nicht. Und die Schüler wissen ja aber, dass es sich mischt. Und jetzt frage ich, wie würdet ihr dieses Gemisch wieder trennen? Da gibt es aus Schülersicht eigentlich nur eine Antwort. Destillation. Destillation, das kennen Sie alle, das machen die Erstklässler mal. Sage ich, ja, geht auch. Jetzt machen wir was anderes. Wir haben hier gesehen, es geht um Polarität letzten Endes. Was ist so polar, dass wir es mit Wasser zwar mischen können, aber Alkohol nicht mit dem? Und jetzt, was ist polarer als eine polare Molekülbindung? Weil in Bezug auf Ehendifferenz kriegt ihr bei den Molekülen nichts Besseres hin als bei Wasser. Also AF wäre noch besser, aber das will ich nicht. Was ist noch polarer? Salze. Ja. Salze. Jetzt mit Kochsalz geht es nicht und ich warne die Schüler auch immer, also Papas besten Wein einfach mit Salz zu versetzen, das bringt es nicht. Es geht nur mit Kaliumcarbonat. Es muss ein extrem gut lösliches Salz sein. Und es braucht viel davon. Ihr seht schon, dass es sich eintrübt, das ist ein gutes Zeichen. Ja, also ich muss nicht warten, bis sich alles aufgelöst hat. Ja, jetzt habe ich unten eine ganz konzentrierte Salzlösung und die ist jetzt so polar wegen den Ionen, dass ich Alkohol damit nicht mehr mische. Und dann frage ich, ja, und was muss man jetzt ganz sicher noch ausprobieren, wenn wir diese zwei Experimente gesehen haben, dass eigentlich schon wieder alles zusammenkippen, weil jetzt haben wir eigentlich drei Flüssigkeiten, die sich eben nicht mischen sollten miteinander. Und das ist dieses Gemisch, das ihr damals gesehen habt. Wenn es um Ampullenabfüllen geht, dann färbe ich das mit Fluoreszin ein. Fettrot lasse ich und unten mache ich ein Kupferamin oder Kupferethylendiamin-Komplex. Also dann ist unten blau, gelb in der Mitte und rot oben.
Soxhlet-Hülse genommen als Gefäß. Gibt verschiedene Varianten. Eine Variante, die mir persönlich auch sehr gut gefällt, ist zwei Tontöpfe ineinander rein und den inneren Tontopf mit Aluminiumfolie umwickeln. Weil verspringen tut er sowieso durch den Hitzeschock, aber wenn die Aluminiumfolie rum ist, bleiben die Scherben zusammen. Und der äußere Topf wird dann nicht so heiß, der schließt es nicht. Da kann man den äußeren immer wieder brauchen und den inneren muss man halt am Mixer setzen. Sein System mit den Soxhlet-Hülsen ist auch schick, oder? Das ist auch nicht viel Material, das dann kaputt geht. Denkt daran, dass das Loch unten dran wirklich gross genug muss sein. Also, perfekt. Das ist der Versuch, mit dem man Platten in den Kapellen wirklich schließt. Wenn das Zeug dann auch nicht dran brennt, dann haben wir den immer einen Berg gemacht. Okay, dann wird dann Platz gemacht. Ja, das ist sicher. Ich habe es drüber gemacht, meine Kollegen gemacht, sie hat es sicher verrissen. Es hat immer funktioniert. Gut, wenn es noch ein bisschen ist. Macht es nichts, ja. Ich mache es mal mit dem jetzt, oder? Wenn ich es jetzt gerade drin habe. So. Das lass doch mal schnell ein bisschen in der Ja, okay, gleich, ja. Also, das ist ein Gemisch aus, aus Eisenoxid und Aluminiumgrieß. Verhältnis 3:1 Eisenoxid, Aluminium. Wird im Mörser entsprechend gut verteilt. Man muss aufpassen, dass die Mischung relativ trocken ist. Man sollte im Trockenschrank ein bisschen Eis machen. Ja. Ja, das ist genau das. Nein, eben nicht. Ah, nicht zu machen. Entschuldigung. Beste Wasserflasche bitte. Jetzt kommt es unten raus, hat das Sinn? Ja. Das heiße Metall ist unten raus, genau. Los, ja, was Papier. Genau. Hm? Hm. Möchtest du ein Papier rein? Ja, das ist sehr genug. Und noch ganz ein wichtiger Hinweis, oder ihr seht jetzt, das Zeug das brennt durch, aber meistens nimmt es ein bisschen Kohlenstoff mit vom Papier und der Kohlenstoff ist nachher drunter. Und Kohlenstoff hat eine Sublimationstemperatur von 3700 Grad, das heisst, der geht nicht weg, auch wenn wir da 2000 Grad haben, dann bringen wir die Kügel wieder weg. Und sonst hat das Problem, wenn die einfach so drauf springen, brennen sich die so in Kacheln ein. Die kann man nur noch mechanisch mit den Trennscheiben entfernen. Und von dem her, obwohl das Papier ja weh aussieht, es nützt nichts, weil es brennt einfach durch, nützt es eben doch etwas, einfach wegen dem Kohlenstoff. Ja, hat es also schön zusammengeschmeißt. Ja, wir können es dann nachher noch verklopfen. Ja, und schlagen, dass wir schon das Eisen. Ein Stückchen findet. Die Tankkanone habe ich vorher angedeutet und ich habe gemeint, ich hätte habe nie gezeigt. Also normale 1,5 Liter PET-Flasche, aber eben die Album im Depot, die man behaupte ich in der Schweiz nicht mehr richtig kriegt. Also bestelle bei dir gerne. Gummizapfen bitte nicht allzu fest reindrücken, also nicht so, sondern einfach lose aufsetzen. Dann, man kann es ausrechnen, jetzt wenn es nur um die Demo geht, dann weiß ich, dass es etwa 12 Tropfen dran sind. Mit den Schülern brauche ich das für die Stöchiometrie. Also wir berechnen wirklich 1,5 Liter Luft, davon 20%, das ist ganz schön, das geht ziemlich gut auf. 20% Sauerstoff, also 3 Dezi. 3 Dezi sind von 24 Liter, also das Wohnvolumen bei Raumtemperatur ist etwa ein 80stel. Also kann man umrechnen, wie viel Milligramm, Milliliter Petal das es braucht. Und dann zeige ich den Schülern genau dieses Experiment. Und dann haben sie es wirklich gerechnet. Jetzt geht es bei der Show geht's nur so ungefähr. Aber in der Erinnerung von 12 Tropfen ist gerade gut. Dann
verschließen, denn dann hat den Vorteil, dass es sehr schnell verdampft. Das ist schon weg. Dann sage ich den Schülern immer, seht ihr, jetzt wird es schwer, dass die Flammdämpfe nach unten sinken. Jetzt stürzt es, dass sie wieder nach unten sinken. Dann schauen sie dann so. Das sieht man natürlich nicht, aber genau das passiert. Also wenn ich es nicht kippe, zwei, drei Mal, wenn ich das versuche nicht, dann habe ich unten die Dämpfe zu fett und oben zu mager, das Gemisch. Es wird nicht so laut, dass man sich die Ohren so halten muss. Sehe ich das lieber nicht? Nein. Ja, es ist egal. Ich versuche da ins Nachbarzimmer zu schießen. Aber ihr müsst eben die Flasche sehen. Und dann müsst ihr eigentlich so, ihr müsst die Flasche sehen können. Dann nehmen wir das doch dabei. Ui. Ich denke, die Flamme hat es. Ich mache dasselbe nochmals. Die Schüler sind dann schwer beeindruckt. Oder 12 Tröpfchen, ich sage, das ist sowas wie Benzin. Und sage, jetzt nehme ich dreimal mehr. Und da verkriechen sie sich wirklich unter die Tische. Das ist total süß. Da geht es einen Moment länger, bis alles verdampft ist, weil es halt die dreifache Menge ist. Das wirklich nie gut ist. Es gibt ein paar ganz wenige Schüler, die bleiben ganz ruhig. Neben zur Erinnerung, ich mache das beim Thema Stöchiometrie. Ja, Stöchiometrie berechnet das optimale Gemisch. Und wenn ich dreifach davon entfernt bin, komme ich eben bei einer Kettenreaktion in den Bereich der Kettenreaktion. Also Aluminiumfolie nehme ich einfach von der ganzen Rolle einen Streifen, vielleicht so 5 bis 7 cm, das ist viel zu viel. Dann nehme ich etwa 3 ml Brom, das ist eigentlich zu wenig stöchiometrisch. Das hat aber den Vorteil, dass ich nachher ein Aluminiumkügelchen habe, da kann man dann reflektieren, Schmelzpunkt von Aluminium, wie heiß muss es mindestens geworden sein, das finde ich auch zum Rumgeben und so noch ganz praktisch und ganz hübsch. Dann musst du so schütteln, dass es bis hoch kommt. Also der Balk da oben, der muss wirklich gefüllt sein, so mit flüssigem Brom. Weil sonst hast du das Problem, dass du zu viel Luft hast. Und dann das ist zum Natrium- und Chlorexperiment. Hat, wenn es nachher um das Thema Löslichkeit von Salzen geht, finde ich, gibt da noch mehr her, weil man Anschlussversuche machen kann. Ja. Ja, macht nicht. Ganz etwa 3, ich habe nicht. Aber das Schöne am Experiment ist, man hat wirklich Zeit. Ja. Krass. Krass. Also so viel, wie es da drin hat, würde ich noch mal ein bisschen Aluminium nachgeben. Da sieht man die Alukugel, glaube ich, so umfährt. Ja, wie sie umfährt, ja. Ist klar. Ja. Ja, jetzt sieht man sie. Ja. Ja. Aber die ist relativ klein. Ich gebe da noch was nach. Mal schauen, ob das noch reicht. Ja, doch, da kann es noch genügend kommen. Ganz wichtiger Hinweis, also ich zeige es nachher noch, aber dafür muss ich es zuerst abkühlen. Das Aluminiumbromid löst sich extremst exotherm. Wenn ihr da eine kleine Menge Wasser dazu gebt, knallt euch das Ganze an die Decke. Also das Wasser kocht nicht nur, sondern es kocht so heftig, so schnell, dass das Ganze rauskommt. Und deshalb entweder muss man einfach sehr viel Wasser aufs Mal reingehen, trotzdem in der Kapelle machen, ich habe häufig ein Becherglas drüber, dass wenn es raufspritzt, dass es dann wieder runterkommt. Finde ich eben hübsch, weil es beim gleichen Anschlussversuch gibt zum Thema Lösen von Salz. Wichtig ist, dass ihr nicht wenig Wasser reinkippt, weil dann wird dieses wenige so heiß, dass es eh rauskommt, sondern relativ viel. Das ist die Kamera nicht im Weg stehen.
ihr seht, wie es unten brodelt. Da, jetzt hat es sich beruhigt. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man da nur ein paar Tropfen Wasser reinschmeißt, die verkochen auch gleich. Also ich habe hier flüssigen Stickstoff. Das kann ich sehen. Und das sind einfach diese Stickstoffbläschen, die perlen da umher. Ja, so wie man das kennt. Spielen. Jetzt mache ich dasselbe mit dem flüssigen Sauerstoff. Und jetzt seht ihr, das ist nicht ganz gerade, aber einfach wenn ich da hin und her fahre, dann seht ihr immer so um den Magneten herum bleibt der Sauerstoff. Ja. Das heißt, der ist eigentlich magnetisch. Ja. Paramagnetismus ist schon nicht ganz dasselbe wie normaler Magnetismus, aber es ist trotzdem eigentlich, es gibt einen richtigen Berg vom Sauerstoff. Ganz alle brauchen. Brauchen für Fortgeschrittene. Aber ich stehe nicht auf Zigaretten. Zuerst mal ist einfach lustig, nur schon da den Effekt des reinen Sauerstoffs zu zeigen. Dann frage ich die Schüler jeweils, oder minus 200 Grad, nicht ganz, brennt es gut im flüssigen Sauerstoff? Also der eiskalt, da müsste eigentlich die Reaktionsgeschwindigkeit total runtergehen. Und da sind sie sich jeweils nicht sicher. Dann sage ich, gut, schauen wir. Oh. Das ist eine sehr saubere Verbrennung, der kriegt keine geteerte Lunge. Nicht mehr so. Kein Problem. Man kann es auch mit so Holzstäbchen machen, die man anzündet, das geht auch. Ich kenne nur noch eine Show-Version, da nimmt man einen Croissant, ein Gipfeli. Und tränkt es mit flüssigem Sauerstoff, da braucht man größere Mengen und zündet dann das Ganze. Es gibt eine riesen Verpuffung. Was ganz wichtig ist und kritisch, ihr braucht etwas mit einer kleinen Oberfläche. Oder wenn ihr da Staub reinschmeißt, dann habt ihr ein explosives Gemisch, Sauerstoff, große Oberfläche, organisches Material. Das heißt, ihr braucht etwas mit nicht allzu großer Oberfläche, damit das die Reaktionsgeschwindigkeit limitiert, sonst wird es zu schnell. Und eigentlich, also wenn man auch da jetzt so Tabak nur so rein, dann wäre das schon wieder kritisch. Oder? Nee, also wenn du jetzt Tabak einfach so reinschmeißt, schön verteilt, da hätte ich jetzt schon ein bisschen Hemmungen. Ich würde aus dem Bauch raus sagen, reicht noch nicht, aber ich würde mich nicht getrauen, das auszuprobieren. Weil eben Holzspäne, flüssiger Sauerstoff, Fliegerbombe, aber einfach die Flamme wird sehr heiß, oder? Reiner Sauerstoff. Wenn man so ein Zigarillo quasi füllt mit flüssigem Sauerstoff und vorne anzündet, dann gibt es so eine Flamme nach vorne gerichtet, relativ scharf, mit dem man eben so ein Loch irgendwo reinbrennen kann. Einfach Zigarillo in einen flüssigen Sauerstoff, quasi getränkt, dann vorne anzünden und dann ist das so wie ein kleiner Aber Brenner, muss mit der Pinzette. Das wird ziemlich heftig exotherm abbrennen und du wirst dann auch die Flammenfärbung sehen. Mir ist das ja auch mit dem Lithium direkt losgegangen, weil das Lithium leider Wasser gezogen hat, ein paar Tröpfchen, und das habe ich irgendwie nicht gemerkt. Und jetzt habe ich das nochmal getrocknet, aber das ist speziell, also würde ich es generell dann mit dem Schwanzchen lieber machen. Also das ist die Gefahr kleiner. Eine spontane Reaktion. Genau, weil ein Tröpfchen Wasser oder ein kleines bisschen reicht dann aus. Also ich gebe es jetzt einfach mal. Das Licht in der Kapelle an? Ja, das noch an, oder? Dann lege ich das vor. Und was ist dieses Strontium? Das enthält jetzt schon, also da ist nur das Zink drin. Genau, das ist das Gemix, das Gemisch. Mit was? Das ist Ammoniumnitrat, Ammoniumchlorid und jetzt in dem Fall Strontiumnitrat. Okay. Und das Strontiumnitrat ist für die Flammenfarbe
Die Chloridionen sind dazu da, die Oxidschicht vom Zink aufzubrechen. Und das Ammoniumnitrat zersetzt sich ja, das ist thermodynamisch eigentlich ungünstig, das zersetzt sich von selbst zu Gasen und ist exotherm. Und das heißt, eigentlich haben wir eine Redoxreaktion, Zink zu Zinkoxid, und das andere liefert irgendwas, die Oxidation-Schritte. Und das Lustige ist eben, weil es ein instabiles Gemisch ist, ein Tropfen Wasser löst die Reaktion aus, obwohl das Wasser mit der Reaktion nichts zu tun hat. Das ist halt für Schüler faszinierend, dass man mit Wasser und Feuer die Mischung darf man nicht aufbewahren, weil sie wirklich selbst entzündlich ist. Das heißt, die kann man nicht vorher vorbereiten. Das ist absolut gefährlich. Und man könnte es ja halt auch showmäßig machen, dass man so ganz beiläufig was irgendwie von der Fingerkuppe tropfen lässt. Oder wenn man jetzt Übung hat. Und aber es ist das ist ein bisschen zu viel. Kannst du es von der Arm? Ja, nein, du bist in der Kamera. Nein, das ist schwer. Stimmt, der Blutstropfen. Das war kein Effekt. Die Farbe meistens schwer. Geht flott. Sehr schön. Das Lästige ist, wir haben alles drin, dass es brennen kann. Das heißt, es braucht keinen Sauerstoff. Kaliumpermanganat und einfach Glycerin. Ja. Oxidation. Auch Mehrfachalkohole, dass die eben leicht oxidierbar sind. Doch auch in der OC könnte man es brauchen. Wieder Redox-Oxidationszahlen, starke Oxidationsmittel. Habe ich richtig getroffen? Das geht im Moment, aber. Nur Kaliumpermanganat und Glycerin. Genau. So simpel ist Chemie. Und so schön. Toluol hat die Eigenschaft, mit seinem Siedepunkt gerade bei Raumtemperatur Gemische zu bilden, die zündfähig sind. Das heißt, ich brauche keine Stöchiometrie zu beachten, sondern einfach, wenn das so einigermaßen gesättigt ist mit Toluoldampf, habe ich gleich das zündfähige Gemisch. Ich habe festgestellt, ein paar Mal ging es nicht. Das wurde besser, als ich konsequent Außenluft verwendet habe. Das heißt, ich habe da einen Schlauch, der nach außen geht. Weil es eben gerade so knapp um die Zündfähigkeit herum ist, bedeutet das, dass wenn es zu viel CO2 oder zu viel Luftfeuchtigkeit hier drin hat von den Schülern, dass es einen Einfluss hat. Die Luft wird von außen angesaugt, dann geht sie durch das Toluol durch, perlt da durch und dann werden dann wird dieser mit Luft gesättigte Luft wird durch dieses Rohr gesaugt. Das dauert einen Moment,
ich sage, so 5 Minuten muss man das sicher laufen lassen, bis das ganze Rohr eben mit diesen Dämpfen gefüllt ist. Ich glaube, es geht etwas lange, aber wenn ich das im Schulzimmer mache, sind die Wasserstrahlpunkte. Jetzt sollte es dann am Ende. Stopp, wegnehmen. Gut, wieder drauf. Wir machen das Ganze natürlich nochmals, weil es so Spaß gemacht hat. Dauert halt aber einen Moment, weil ich jetzt wieder durchspülen muss. Korrekt, ja. Ist gut. Die Reaktionsgeschwindigkeit eine völlig andere ist. Grundsätzlich, wenn ich hier zünde, dann zünde ich ein fast geschlossenes Gefäß. Wenn sich hier das Gas ausdehnen will, drückt es das noch nicht Verbrannte zusammen. Also ist das komprimiert, höhere Konzentration, schnellere Reaktionsgeschwindigkeit. Und das pflanzt sich fort. Oder weil es quasi eine Druckwelle vor sich her schiebt. Und das macht die Geschwindigkeit groß. Wenn ich es hier abbrenne, dann gehen die Abgase quasi nach hinten weg und das wird nicht zusammengedrückt. Und das Lustige ist eben, wenn ich mal eine Druckwelle habe, das hat einiges halb angetönt, dann wandert die von selbst weiter und in der Druckwelle habe ich die höhere Konzentration, die höhere Geschwindigkeit macht und das geht dann eben weiter, auch wenn das eigentlich nur verständlich ist hier für einen kurzen Bereich. Aber der Haupteffekt ist nicht die kleine Öffnung, sondern wenn es sich hier, wenn es verbrennt wird und ausdehnt, dann drückt es nicht vor allem die Abgase, sondern eben das zusammen, was noch brennen kann. Und da geht quasi von Anfang an der Druck nach hinten weg, das heißt, da baut sich eigentlich gar kein Druck auf. Das zeigt nur quasi die Geometrie des Verbrennungsgefäßes, macht aus, ob es eine Explosion gibt oder eine ruhige Verbrennung. Ja, Herr Licht ausmachen. Es brennt, wenn Wasserstoff mal brennt, geht der Licht aus, weil Wasserstoff sehr gut brennt. Man sieht die Flamme praktisch nicht. Ich habe auch schon ein bisschen Methan, manchmal sieht man sie, oder? Ja, man sieht sie. Ich habe auch schon Methan beigemischt, dann sieht man sie noch ein bisschen besser, aber das ist eigentlich ganz gut, dass man sie nicht sieht. Jetzt los. Ihr könnt euch schon mal überlegen, also ich denke, wer es nicht kennt, er weiß nicht, wie der Ton zustande kommt. Das dünkt mich eher schwierig, wenn man es nicht kennt. Aber wieso habe ich noch ein Loch auf der Seite? Damit es geht auch ohne, aber nicht ganz so schön. Dass Luft besser nachkommt? Also die Luft, also Wasserstoff ist leicht, geht oben raus, ist klar. Die Luft zieht es unten nach. Dann habt ihr eigentlich nur von unten her Luft und die vermischt sich relativ wenig mit dem Wasserstoff. Und wenn ihr natürlich seitlich auch noch Luft reinsaugt, dann habt ihr einfach die größere Menge an zündfähigem Gemisch. Wieso zündet es nicht von Anfang an? Reiner Wasserstoff kann nicht explodieren. Also ich ziehe Luft nach, bis ich eben zündfähiges Gemisch habe. Und jetzt die Frage, eben ich denke, das weiß man oder weiß man nicht. Die Flamme hier beginnt zu springen, das heißt kurz bevor es zündfähig wird, brennt sie nach unten durch, aber es reicht noch nicht ganz, dann springt sie wieder hoch und sie springt eben immer langsamer, deshalb geht es so runter,
weil sie länger unten brennen kann, bevor es nicht mehr reicht, und irgendwann zündet es dann durch. Und deshalb ist es noch angenehm, wenn es nicht so ist wie beim ersten Mal, dann weiß man als Lehrer ungefähr, jetzt kommt es dann. Eigentlich genau dasselbe wie vorher. Ah, ich glaube, ich merke, ich habe vielleicht, wobei mein Wasserstoff geht von selbst drauf. Ich weiß nicht, was das vorher war, aber jetzt spüre ich sie länger. Es reicht, wenn ihr eben die Ohren so nach vorne abdeckt, dass ihr nach hinten noch hört. Es ist, also beim ersten Mal war es an der Grenze laut, aber wenn es normal läuft, ist es eigentlich nicht ganz so laut. Einfach das Wasser unten drin, aber diesmal springt sie an die Decke. Eigentlich, wenn sie nicht schief läuft, springt sie nur etwa so hoch. Hier auch wieder die Frage, wieso macht das Wasser, dass sie höher springt? Ich könnte das Zeug nicht löschen, einfach so. Ich weiß nicht mehr, wie viele Milligramm, aber weißer Phosphor ist also extrem toxisch. Es geht darum, das sind ja alles Indikatorlösungen und alle leicht basisch eingestellt und jetzt gibt man trocken Eiswürfel hinzu und dann durch die Kohlensäure entsteht jetzt dann der Anschlag, also der pH sich ändert und dann gibt es einen Farbwechsel. Ja, das ja. Da werden alle diese Indikatoren angegeben, so die klassische habe ich jetzt da mehr oder weniger genommen. Das ist noch Wasser zum Vergleich und das ist der Seifenwasser.
wurde. Ich habe die Heimgarten. Okay. Dann andere Sachen sind mit einer Banane tiefkühlen und nachher einschlagen zum Beispiel. Das habe ich das genau gesagt. Und Orange kann man offensichtlich mit einem Hammerschlag, das springt dir vollkommen. Ja. Was gibt es noch? Aber was ganz lustig ist, da muss man aber das entsprechende Gerät haben. In der Physik haben sie manchmal eine Bleiglocke und Blei ist zu weich, das tönt nicht, aber wenn man es tiefkühlt, dann singt sie. Ja. Also es geht darum, wieder Redoxreaktion, und zwar einfach, man hat dieses Kaliumchlorat und das hat einen relativ kleinen, niedrigen Schmelzpunkt von so 500 Grad im Groben. Tief, glaube ich, nicht? Ja, 500. Egal. Auf jeden Fall ist es halt ein Oxidationsmittel, oder? Und wenn man das, ich werde das jetzt schmelzen, und in das geschmolzene Kaliumchlorat kommt eben dieses Gummibärchen und das verbrennt halt sozusagen durch den entstehenden Sauerstoff dann gleichzeitig. Denn wenn das Kaliumchlorat zu heiß wird, dann zerfällt es zu Sauerstoff und Kaliumchlorid. Und das ist genau das, als wenn ich das in flüssigen Sauerstoff halt verbrennen lasse, halt ein bisschen wie sowas. Ich habe es noch nie gemacht. Wie es hieß, darf man es nicht zu lange erhitzen. Also es muss geschmolzen werden, das Kaliumchlorat, und dann das Gummibärchen rein. Denn ja, sonst ist der ganze Sauerstoff sozusagen weg. Also, 356. Also du hast gesagt, nicht zu lange heizen, ja, oder? Also es ist ziemlich kritisch, wenn man gleich nach dem Schmelzen reinwirft, ist es zu wenig heiß, dass es von selbst zündet. Wenn man zu lange heizt, dann ist ein Teil vom Sauerstoff draußen. Wenn man will, kann man daraus immer so ein bisschen Geschichte machen. Ich sage meinen Schülern jeweils, das ist der einzige Tierversuch, den ich als Chemiker zeige. Und ich sage dann natürlich nicht, worum es geht. Und dann heize ich und dann sage ich, jetzt gehe ich raus und hole das Tier. Oder der Gummibärchen rein. Und dann aus beinigen Mädchen sieht man dann wirklich Erleichterung auf dem Gesicht. Ganz schön sieht man nachher die Flammenfärbung, oder? Weil es Kaliumchlorat ist. Kalium ist genügend da. So, jetzt fängt es schon an zu schmelzen. Wenn man es erhitzt, sieht man, irgendwann beginnt es dann so ein bisschen zu blubbern, die Sauerstoffproduktion. Und dann finde ich, dann ist es so langsam gut. Aber es muss schon schön geschmolzen sein. So, das ist so. Und das Reagenzglas darf nicht zu flach sein, weil sonst der Gummibär. Der schmilzt an am heißen Reagenzglas und rutscht dann nicht rund. Also relativ steil, sodass man ihn loslässt, dass er wirklich bis unten fallen kann. So, man sieht schon, dass es so ein bisschen blubbert da drin. Ja, das geht. Das wird so eine klare Flüssigkeit. Ja, also man kann wirklich heizen, bis es klar wird. So, man sieht jetzt, schäumt es. Oh. Das war die Hälfte von dem Ansatz in der Versuchsbeschreibung schon 10 Gramm, aber ich habe gedacht 5 Gramm. Wie putzt man so ein Reagenzglas? Also der Kohlenstoff haftet nicht gut auf dem Glas. Also die Salze, die lösen sich sowieso, der Zucker auch. Aber der Witz ist, ihr müsst es füllen mit Wasser und dann auf den Kopf stellen. Weil dann löst sich alles Salz, das sich löst, fällt runter, weil es dichter ist. Wenn ihr es gekippt stehen lässt, habt ihr einfach unten eine gesättigte Salzlösung. Und wenn ihr dann nicht ständig am Rühren seid, löst sich das innerhalb von 2 Tagen nicht. Wenn ihr es umkehrt, dann ist das praktisch sauber, nicht ganz sauber, aber fast sauber. Und einmal mit der Bürste rum und dann ist es sauber genug, um denselben Versuch damit wieder zu machen. Und was machst du nun?
Pyrophoresis. Also das Prinzip ist folgende, also wir haben da Isooxalat drin und das tun wir jetzt erhitzen. Und wenn wir das erhitzen, dann zersetzt sich, dann gibt das Isooxid, FO, Kohlenstoffdioxid und Kohlenstoffmonoxid. Das Wolle oben drauf ist, damit kein Sauerstoff reinkommt, weil das würde die Reaktion stören. Und nachher gibt es eine Disproportionierung, also das Isooxid, das setzt sich dann zu Eisen und Fe3O4. Und dann haben wir ganz, ganz fein verteilt Eisen. Und das Eisen ist dann so fein verteilt, dass wenn man das dann nachher da raus schüttet, dann fängt das dann an der Luft zu brennen. Das ist ein Klassiker für das Thema Oberflächenvergrößerung. Genau. Oder? Ein Eisennagel kann man nicht anzünden. Stahlwolle kann man mit der Batterie anzünden und es glüht. Und noch die feiner, grössere Oberfläche entzündet sich sogar in der Luft. Seht jetzt da, wie sich CO2 bildet und es den Tropfen nur. Du musst einfach ein bisschen schütteln. Genau. Richtig. Also und man sieht so der Verfärbung gut an, weil es so geil ist und es wird dann wirklich zu so einer schwarzen Pulver, wenn es sich komplett zersetzt. So, ich glaube jetzt ist es langsam gut, es ist tiefschwarz. Wenn man das Licht dann ausmachen, wenn du sagst, wenn es so lieb ist. Ich meine, das Wirbel ist schon um, aber ich glaube jetzt haben wir keine Gas. Ja, also weißt du, ein bisschen, das ist gleich, aber einfach wenn es gar nicht ist. Das ist gut, dann siehst du es. Mhm. Ja. Jetzt möglichst von hoch oben. Ja, genau. Los, ja. Ja, das ist wirklich voll flächenvergrößert. Das sieht man wunderschön. Ja, genau. Da ist das sogar eingebrannt. Und zum Putzen ist es nachher auch so. So auch. Durch Aluminium ist es durch. Nein, das ist super. Ah ja, ich habe etwas von diesem Karl-roten Blutsaugen. Rotes Blutsaugen, Laugensalz da reingetan, einfach weil es die Reaktion etwas katalysiert, oder? Die ist eigentlich schon hier drin, aber anscheinend hat man so Kristallisationskeime, wo es dann ist ein Redoxprozess, ja. Das Eisen 3 plus katalysiert diesen Prozess. Genau. Ganz lustig hier, man kann auch einen Tropfen Blut nehmen, weil da genügend Eisen drin ist und wenn es dann so ums Mystische geht, das ich habe das jetzt einfach hier in diesem. Was ist da jetzt drin? Das ist einfach Luminol in einer basischen Lösung. Also das gelöst. Genau. Und jetzt ist das Kaliumoxazianoparat. Doch, das fluoresziert ja sowieso immer. Okay. Aber dadurch, dass du die Lichtanregung direkt dann in der Lösung hast und die dann sozusagen das Fluoreszin das gleich schnappt, das entstehende, wenn du so möchtest, die Photonen, oder? Hast du dann beim. Ich habe noch ein ganzes Licht aus, ob es schon jetzt. Aber ich kann nicht aha! Ja, das ist schon ein bisschen was anderes. Oder es ist viel eindrücklicher. Ja. Wobei es lässt auch sehr schnell nach. Ja, es lässt sehr schnell nach.
Man kann übrigens mit so kleinen Spektralgittern Flammen anschauen und dann sieht man wirklich die zwei Linien vom Lithium. Also man hat dann einfach zwei Flammen in einer gelben und in einer roten Farbe. Geht. Hat jemand eine Idee, wieso man das normale Magnesiumband im Wasser nicht zum Brennen kriegt, obwohl es die Thermodynamik eben sagt, es geht? Das Problem ist einfach, mein Magnesium ist viel zu dünn. Das heißt, die Energie, die hier freigesetzt wird gegenüber der Kühlleistung von flüssigem oder kaltem Wasser, ist viel, viel zu groß. Das habe ich dann irgendwann gemerkt. Und jetzt ist die Sache ganz einfach, ja, wie mache ich diesen Kühleffekt kleiner? Zuerst mal indem ich das Wasser einfach erhitze. Und wenn es natürlich um den Siedepunkt herum ist und ich komme mit einer 2000-gradigen Flamme, dann habe ich eigentlich den gleichen Effekt, wie wenn ich meinen Finger in den flüssigen Stickstoff halte. Eigentlich brennt mein Magnesium dann im Wasserdampf, aber weil ich es ins flüssige Wasser reintauchen kann und die Flamme scheinbar unter Wasser brennt, ja, ich finde, es ist nicht ganz beschissen, weil auch mit diesen Taucherbanken, die brennen auch nicht im Wasser, sondern auch in einer Wasserwolke, Wasserdampfwolke. Also, Magnesiumband, der Trick ist ganz einfach, das Wasser muss kochen, dann geht's. Und man muss aufpassen, weil es gibt relativ viel Wasserstoff, das heißt, es gibt eine Flamme oben dran. Wenn man zu nah ist, wird relativ heiß. Wenn man die Modifikation von Kohlenstoff durchnimmt, so ein Klassiker, zum Beispiel Einstieg in die organische Chemie, einfach mal das Element Kohlenstoff, dann kann man das Fullerän zeigen, das ist immer lustig, dann Diamant und Graphit, aber man kann nicht so viele Experimente dazu machen. Es gibt Leute, die verbrennen Diamant, das ist schön, ja, mit Diamant kann man heizen. Ist logischerweise nicht ganz billig, auch wenn Diamantsplitter nicht sehr teuer sind, aber finde ich etwas übertrieben. Ich nenne das Bleistiftkremation. Eine Eigenschaft, die ja sehr seltsam ist, ist, dass Graphit als Nichtmetall ein elektrischer Leiter ist. Auf dieser Stufe im Moment kann ich das in dem Moment noch nicht erklären, aber ich kann darauf hinweisen, es ist eine sehr spezielle Eigenschaft. Deshalb ein ganz beliebtes Elektrodenmaterial, sehr billig, aber trotzdem leitfähig wie ein Metall. Und weil es eben nicht in diese Metalldecke passt, ist es eigentlich auf der Redox-Tabelle wie etwas relativ Edles, weil sie relativ schnell oxidieren. Ganz wichtig, es müssen Bleistifte sein, die nicht schon 100-mal runtergefallen sind, weil wenn die Mine durchgebrochen ist, dann geht es nicht. Es lohnt sich wahrscheinlich ein bisschen näher zu kommen. Also man sieht schon auch von Weitem, aber ich finde es hübscher, wenn man es wirklich sehen kann. Ihr braucht dazu einen sehr leistungsfähigen Transformer, also irgendwas Kleines geht nicht, der geht bis 12 Ampere, das ist so eine Größenordnung, die es braucht. Und ich habe da noch eine Reserve, ich hoffe jetzt, dass der nicht gebrochen ist. Nein, scheint er nicht. Man sieht es nicht. Okay, schon. Cool. Und das Schöne ist, man kann jetzt eben zeigen, dass Graphit nicht nur leitet, sondern auch sehr hitzeresistent ist. Das gibt ziemlich viel UV, also wenn man da viel, voll auftritt, der hat zum Glück nicht ganz so viel Saft, also dann kann man schneeblind werden, wenn man keine Brille anhat. Von dem her, da muss man vorsichtig sein und man sieht, ja, das ist quasi eine Widerstandsheizung. Jetzt geht das noch nicht ganz, aber ich verlange jeweils einen Bleistift aus der Schülerrunde, sage ich, sponsert jemand einen Bleistift. Und wenn er dann fragt, dann kriege ich ihn wieder zurück, dann sage ich, ja, aber du musst auch darauf verzichten können, das Ding schreibt noch. Es ist in der Härte massiv härter geworden, weil die Weichmacher, die es drin hat, also es hat ja neben dem Graphit, der sehr weich ist, hat es gewisse Keramiken drin, aber auch noch so ein bisschen Fett-Weichmacher, die Weichmacher sind draußen, das heißt, es geht etwa 2 Grad höher, also der Stift, wenn du eine weiche Mine hast, ist es aber eine sehr harte Mine, aber es schreibt noch. Man darf es nicht zu lange machen,
weil diese Metallklemmen, die beginnen zu schmelzen. Also der Graphit nicht, aber die Metallspitzen, die Klemmen, die schmelzen ab. Und von dem her, auch wenn man das Material hat, ein sehr simpler Versuch, der ist in einer 5-Minuten-Pause aufgebaut und die Schüler finden das recht. Geht auch mit normalen Ballonen, auch mit diesen langen ist das einfach total praktisch. Und jetzt, den habe ich als Trick bekommen, der ist nicht von... Kohlendioxid. Ja, das ist Kohlendioxid. Beim Eisherstellen, dass ihr langsam, aber konstant rührt. Also gut rühren im Sinn von guter Durchmischung, aber langsam. Wenn ihr schnell macht, spritzt einfach der Stickstoff raus und ihr habt eigentlich keinen Kühleffekt. Und ich muss euch nicht erzählen, dass das ein beliebtes Praktikum ist. Es geht nicht nur um Show. Der flüssige Stickstoff, der kochend verdampft, bringt eine gewisse Schaumigkeit ins Eis, die das ihr nicht mitkriegt. Also wenn ihr diese Lösung oder diese Mischung einfach so in den Tiefkühler kippt, wird es nicht gleich gut wie mit dem Stickstoff. Weil eben das Luftige, dieses Geschäumte, das fehlt, wenn ihr es einfach kompakt einbringt.